Tja. Tja. Hallihallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen hier bei einem kleinen Infovideo. Was heißt Infovideo? Ein Bitte-Video. Und zwar, ich stehe jetzt hier in Augsburg beim Steinernen Mann, also der Steinerne Mann. Und zwar ganz kurz, warum stehe ich hier? Weil es gibt einen kleinen Zusammenhang zu dem, was ich sagen will. Und zwar im 30-jährigen Krieg war dieser gute Mann ein Bäcker und Augsburg war belagert von der schwedischen Armee oder Soldaten. Und dieser gute Herr backte aus Sieg Mehl Brot und schmiss es über die Stadtmauer da oben. Und so hatten die schwedischen Soldaten im 30-jährigen Krieg das Gefühl, dass Augsburg noch lange nicht verhungert, weil die einfach so viel Brot haben, dass sie es über die Stadtmauer schmeißen können. Daraufhin schossen die schwedischen Soldaten mit der Armbrust auf den Steinernen Mann. Der hatte daraufhin seinen Arm verloren und die schwedischen Soldaten ziehen von dannen frustriert und dachten, ja, Augsburg kann man nicht belagern, bis sie ausgehungert sind, denn die haben noch genug. So, was hat das mit meiner Sache zu tun? Ganz einfach. Man darf sich nicht fallen lassen, wenn man fällt, muss man aufstehen. Und zwar, mein PC ist im Arsch. Ihr habt das alle gestern mitbekommen. Während der Gamescom, während meinem Livestream macht sie Peng und ja, großer Bildschirm. Der Shader ist kaputt von meiner 79er GTX. Das kann ich momentan nicht weiter zocken. Ich habe jetzt die Grafikkarte ausgebaut, dachte mit der OneBot funktioniert es weiter, aber nein, geht nicht. Es sind lauter Pixel-Videos und so weiter und so fort, das wollen wir auch nicht. Deswegen habe ich eine super geile Idee. Ich will nicht, dass 1 Million Kilometer einschläft. Das ist mein Baby, das liegt mir einfach am Herzen. 1 Million Kilometer für den guten Zweck. Ich habe da gestern mit vielen von euch diskutiert auf Facebook und echt geil, erstmal super, dass da so viele Leute teilnehmen wollen. Und zwar die Idee besteht jetzt darin, dass wir einfach daraus was Solidarisches machen. Einfach zeigen, dass wir zusammen für die Deutsche Kinderkrebsstiftung zusammen was machen. Und zwar, ihr schickt mir Videos ohne Kommentare, ohne irgendwelche Musik drauf von ETS, von Euro Truck Simulator 2, von 2 bis 3 Minuten. Das Einzige, was ihr braucht, ist einen neuen LKW, wo 0 Kilometer draufsteht, dass wir die Kilometer verfolgen können, die ihr gefahren seid. Und so fahren wir zusammen einfach die 1 Million Kilometer. Ich schneide dann die 2-3 Minuten immer zusammen, zu 15 Minuten, so kommen 4, 5, 6 Leute in ein Video mit rein und wir können der Welt komplett zeigen, wie wir dahinter stehen. Also solidarisch wird es eine riesengroße Ecke. Die Kommentare mache ich drauf, weil ich kann mir vorstellen, dass da ein paar witzige Sachen passieren. Die Damen zum Beispiel in unserem Team bleiben oft hängen. Kann man gut kommentieren. Und bei 50 Views werde ich dann keine 2 Cent mehr in die Spendenbox reinschmeißen, sondern 4 Cent. Weil für eure Unfälle kann ich nichts, das ist euer Problem. Aber, weil sonst sagt der eine, hey komm, jetzt machen wir jetzt arm und fahren rum, wir müssen überall hin. Das wollen wir natürlich auch nicht und deswegen habe ich von 2 Cent auf 4 Cent erhöht. Wenn mein PC wieder funktioniert, dann machen wir das trotzdem so weiter. Und zwar werde ich dann einen Tag meine Videos bringen und einen anderen Tag eure und kommentieren. Also quasi so Kommentare von euren Gameplays. Genau, warum nur 3 Minuten? Ganz einfach, weil ich in 15 Minuten dann 5 bis 6 Leute reinbringe. Das ist ganz wichtig, weil viele schreiben, warum nicht komplett, bis ich von A nach B ankomme. Ja, aber dann bist nur du drin und nicht die anderen. Ich möchte was Solidarisches draus machen. Ein Community-Projekt. Was haben wir da? Genau, und wie kommen die Videos dann zu mir? Wenn jetzt ihr damit einverstanden seid und sagt, hey, ja geil, lass uns das zusammen machen, dann schaue ich, dass ihr über meinen Partner, Surfer für euren Krieger, einen Surfer zur Verfügung kriegt, einen FTP-Surfer, wo ihr dann die Videos hochladen könnt, ich sie mir runterlade, bearbeite, hochlade bei YouTube. Also es wäre echt super Sache. Und genau, auf jeden Fall freue ich mich auf eure Antwort. Wenn irgendwelche Fragen sind, können wir die ja diskutieren. Das Video ist ja für euch verfügbar. Ihr könnt bei YouTube drunter schreiben, bei 1 Million Kilometer unter das Video in die Kommentare schreiben, bei der Mittelfinger. Und bei Let's Play to Myers auch. Ja genau, per E-Mail und. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr dazu steht. Ob ihr mitmachen wollt, wäre eine echt geile Sache, weil wir können dann aus dem Kleinen, was das ja bis jetzt ist, was richtig Großes, Mächtiges machen. Ja. Das war's und ich freue mich auf eure Antworten. Bis dann, tschüss.